Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft, in der ich mich jetzt aufmache, mal für mein kleines verdammt, ein Enderman. Gut, erstmal nicht hingeschaut. In der ich mich aufmache, für mein kleines Häuschen mal jemanden zu holen. Natürlich muss ich hier mitten in der Nacht losfahren. Ich hoffe mal, dass viele Gegner dich erwarten und freu dich mit ihren Schwertern. Ich habe mir vom Day die Angel ausgeliehen. Was hat die denn drauf? Haltbarkeit und Köder, okay. Du hast denn die Köder angegeben, ernsthaft? Jo. Ah, oh, und hier ist diese. Ah, oh, die ist ja raus. Na, okay. Das hier ist die Hochgeschwindigkeits-Strecke zum Schluss. Ja, ich sehe schon. Nee, so. Siehst du nicht. Ah, Hilfe, ich werde beschossen. Wohin soll das denn führen, zum nächsten Haus? Ja. Weil ich habe keine normalen Schienen mehr, deswegen ich hätte nur noch die Beschleuniger. Na ja, gut, ist neu gebaut, passt schon. Warum geht der da nicht rein? Jetzt da drin. Muss mich mal lieb fragen mit der Faust. Lieb fragen mit der Faust. Wo ist denn das blöde Skelett, was mich die ganze Zeit. Ach, da steht's, okay. Das sind mir die liebsten Fragen. Nimmst du vielleicht zwei mit, oder? Ich nehme gerade erstmal nur einen. Der wird mich hier an und wieder zurückgeschubst. Hä? Wo versuchen die denn hinzuspringen, frage ich mich. Wo will der denn hinfahren? Oh fuck, eins zu wenig. Naja. Hä? Willst du hier das Haus hier überdachen oder was? Hä? Was du machen? Da wird ein oberirdisches Haus kommen, das wird halt erst ab der zweiten Etage beginnen. Alter, diese Skelette! Damit die Kakteen weiter wachsen können. So, jetzt habe ich's. Nein! Komm rein, Villager. Komm dem mal entgegen. Oh! Hier ist ein Villager. Ach, egal. Ich fahr jetzt einfach selber zurück. Ein Villager ist da. Wie? Kein Durchhaltevermögen, oder? Ne, hier waren überall Skelette. Ja, ich musste echt die eine Redstone-Fackel, habe ich gerade vergessen zu setzen. Ist ja eine Villager schon angekommen bei dir, oder wie? Ja. Läuft jetzt bei dir ins Haus, glaube ich. Hey. Er versucht's, aber er schafft's nicht. Oh. Vielleicht bin ich gefüttert. Bin ich jetzt mal auf die Hochgeschwindigkeitspassage gespannt am Ende hier. Oh, der ist dämlich. Ja, das ist ein Villager. Hey. Und. Man wird leider, glaube ich, nicht schneller. Nee. Hier, der hat deine Angel übrigens. Gib mal die Angel her. Da. Komm mal her, Villager. So, da bringt ja, der kann schon auch, wenn der will, in mein Haus da einziehen. Dann mache ich halt vorne das Gitter auf. Warte mal, lass mal. Da habe ich halt hier jemanden, der im Haus wohnt. Ist doch okay. Vielleicht putze er für dich. Hier. Bitte, was? Achso. Oha. Direkt das erste Zombie. Ist er drin? Ja. Wie schnell das ging jetzt? Hallo. Ja gut, dann wohnt er halt jetzt bei mir mit drin. Ich habe ja oben noch Gästezimmer. Ja, willst du, wollen wir jetzt noch welche holen, oder? Ich weiß nicht, Michelle hat da auch noch ein Haus gebaut, wenn man nicht für den ich auch baue noch welche. Gerade. Das muss ich auch mal direkt. Normalerweise wollten sie nicht zu deinem Haus hier, ich weiß nicht, wie die. Ja, vielleicht war das andere einfach in der Nähe, weißt du? Mhm. Es kann sein, dass es einfach zu nah war. Ich geh nochmal los. Bald hat das andere Dorf überhaupt niemand mehr drin. Ja, ist doch gut so. Ja, die hier können wir sie wenigstens beschützen. Genau. Oh, was brauchst du denn hier für ein Haus? Das ist das Villager-Haus. Erhöht über den Kakteen. Ja, damit die Kakteen nicht unten schon weiter wachsen können. So, oh, da kommt was. Da kommt ein Kaktus angelaufen. Hast du jetzt eigentlich den einen Block da befeuert im. Nee, ich konnte nicht anhalten. Das geht. Das war zu schnell, aber warte, ich laufe hin und befeuere ihn direkt.
Es war einfach, Uhr. Jetzt bin ich gerade gegen meinen Popschutz gestoßen. Mäh. So, ich bin gleich da und befeuere das Ganze. Aber irgendwie ist der Villager auch ohne das Befeuern durchgekommen. Das wäre ja nicht da. Ja. So, okay, nächster ist unterwegs. Okay, ich muss aufpassen, dass ich ausweiche gleich. Perfekt Dodge anwerfen. Wo bleibt er denn? Der Zug hat Verspätung. Oh, da kommt er. Wer war der deutschen Bahn? Uah, ist mich fast mal in den Lava gesprungen. Ja, er kommt gerade so mit fast genügend Power kommt er durch. Ich muss dringend mal wieder sogar noch Wasser einmal dabei. So, jetzt hat die letzte von den Schienen auch noch genügend Power. Kriegst du noch einen los oder hast du keinen Wagen mehr? Ich hab noch einen. Okay. Hey, und? Wo ist er hin? Ah! Der scheiß Creeper! Ich glaube, der Creeper wollte wieder Bahn fahren. Jetzt ist er da. Er kommt wieder. Nein! Oh nein, unsere Bahnstrecke ist anscheinend weggekriegt. Ja, oh. Da, so. Oh, jetzt. Schieb ihn! Verdammt! Warte kurz, ich helfe dir. Ja, die Villager streifen rum und begutachten ihr neues Revier. Und machen, schauen sich das Ganze doch ein bisschen sehr skeptisch Verdammt. An. Verdammt! Und der andere so, Ich hoffe, sie sind nicht ganz so zufrieden, hier zu sein. Moin rein! Ach, verdammt! Der andere hat sich jetzt damit abgefunden, hat es mit einem auf den kommentiert. Stell mal die Lore neu hin. Du hast sie? Du? Ich hab sie? Ah ja. Ja. Ah, verdammt, wir müssen da wieder. Alter! Scheiße! Ja, warte, grad sicher, wieder eins hin. Ah, okay, erst schon. Boah. Ey, die Kakteen bringen unsere Villager um. Ah. Echt jetzt? Ja. Dann müssen wir die. Ich hab gerade ein paar Kakteen notschlachten müssen, weil da ein Villager reingelaufen ist und nicht mal alleine rausgekommen ist. Oh Mann. Aber das lag auch nur dann, weil die zu nah beieinander standen. Und Michael, da kommt gleich direkt noch ein neuer Villager. War denn hier? Ach, die hast du jetzt befeuert, ja. Ja. Achso, ich sehe das Problem, ja gut. Gut, das lässt sich später vermeiden. Sie kommen! Ja, schon wieder fast meine eigene Lava gesprungen. Es ist übrigens nicht so toll, Michael, wenn du da die Anti-Villager-Lava hinmachst, weil dann sterben die ganze Zeit, wenn sie dein Haus besuchen wollen. Nö, die gehen gar nicht zu meinem Haus hin, weil du Lava ist. Irgendwie ist hier einer oben stehen geblieben. Weiter. Nein. Vorsicht, hab ich hinter dir auch noch. Nein, du hast ihn angeschoben. Nein. Oh nein. Ich hol ihn wieder. Aber ich sehe, der eine müsste jetzt gleich angekommen sein. Ja, da ist gerade irgendwas vorbeigesaust. Ja, der muss mal anhauen. Moment. Hey, so. Und er läuft in meinem Haus. Schaut sich skeptisch an. Ne? Fragt sich. Haus? Na komm, geh rein. Und er ist wieder unterwegs, der andere. Jetzt komm, geh doch rein. Ja, er ist drin. Wunderbar. Jetzt müssten wir eigentlich noch eins in meinem Haus da hinten zu dem Kleinen führen, aber ist ja egal, wo die sind. Erstmal. Außerdem haben wir jetzt, wir mal Smaragde finden, können wir die bei den Train. Stimmt schon. Ich habe so Zweifel, dass es in diesem. Der eine will hier 22 Kohle. Smaragd gibt. Doch, gibt's. Ja, aber selten. Selten, ja. Oh, ich hab gerade mit dem einen gehandelt. Dachte, ja. Hey! Kohle gegen 1 Smaragd oder was? Ja, 22 Kohle gegen 1 Smaragd, das war voll billig. Aber vielleicht wollen sie die Handelsmechanik ein bisschen weiter erweitern. Dass man die sich ja traden muss. Yay, Smaragd. Oh, der eine kommt schon wieder. Was?
Hab ich noch irgendwo Holz drin? Verdammt, ich hab keinen Platz. Das Geile ist, der fährt bei mir auch neben der Bar. Hey, mein einer macht dann noch die Tür auf und zu. Schon gut. Geh wieder rein. Ich brauche dir eine Cobblestone Wall. Gegen die Villager? Ja, ja. Also ich hab doch Cobblestone, wenn du willst. Ja, aber Wall. Ach so, ich verstehe. Wenn die so, ich hab's schon. Okay. Oh nein. Der Kacklappen von... Guck mal, Michel, der eine geht schon oben zu, auf dein Plateau hoch. Der ja, machen die mal wieder. Könnte mir wer kurz ein Materialien helfen? Was machst du denn da? Ich bin hier gerade am Schienenabbauen und hier ist ein Loch. Okay. Das ist ungünstig. Oh. Du hast gerade den Villager umgebracht? Ja. Day, warum? Nicht freiwillig. Okay, wir haben den ersten Verlust zu verzeichnen. Nein. Hey, sowas tötet Villager. Das ist gefährlich, wenn man. Ich will hier das Schienennetz abbauen, aber unsere ganze Straße ist ja unterhöhlt. So. Guck mal, der eine steht oben auf dem einen, auf dem noch nicht ganz fertigen Haus, einfach oben drauf. Der will schon einziehen. Der denkt sich auch. Ja, da stehen zwei hier direkt vor dem Haus. Hm. Wissen halt, was gut für die ist. Oh. Ja. Nein, ist jetzt auch auf diesem Haus hier oben drauf. Ja, schon, ich hab gerade gesehen. So, aber ob die Villager hier die erste Nacht gescheit überleben? Die doch schon. Ja, die erste Nacht, wenn sie alle zusammen sind. Die Frage lautet eher, ob sie meinen tödlichen Lavagruben Ob sie die Kakteenwand dort unten überstehen und deine Lavagruben und was noch immer für sonst für Tests hier auf sie warten. TNT, sag ich mal. Ob man mit den Jumping Puzzles machen kann? Ich glaube, die sind besser als ich. Ja, wollte ich gerade sagen. Das seht ihr dann erst in der nächsten Folge. Also dann, ciao, ciao.